diesem Video möchte ich euch das Verfahren der quadratischen Ergänzung zum Lösen quadratischer Gleichungen erklären. Das geht am einfachsten an zwei, drei Beispielen. Ich nehme mal einfach eine Gleichung, die gut zu lösen ist. x² plus 8x plus 7 gleich 0. Das Ziel ist, eine Umformung hinzubekommen, die zu der binomischen Formel passt. Dazu lasse ich jetzt eine Lücke zwischen dem Term mit x und dem reinen Zahlenwert. Also ich schreibe hier x² plus 8x plus 7 gleich 0. Hier nehme ich jetzt die Ergänzung vor. Und zwar muss ich etwas addieren. In diesem Fall ist es der Zahlenwert 16 plus 16. Und damit sich das Ganze nicht ändert, ziehe ich die 16 gleich auch wieder ab. Also nochmal minus 16. Das hier ist jetzt die eigentliche Ergänzung. Warum habe ich das gemacht? Der Grund ist ganz einfach. Im nächsten Schritt kann ich die ersten drei Summanden gut zusammenfassen und die letzten beiden. Denn die ersten drei Summanden passen nun genau zur binomischen Formel, das ist also x plus 4 in Klammern zum Quadrat, denn binomische Formel wissen wir, a² plus 2ab plus b² ist hier x² plus 2 mal 4 mal x plus 4 zum Quadrat. Und hinten stehen nur zwei Zahlenwerte, die ich zusammenrechnen kann. Minus 16 plus 7, das ist minus 9. Damit lässt sich die Gleichung dann leicht lösen. Ich bringe zuerst die 9 auf die andere Seite. Dann steht da x plus 4 zum Quadrat ist gleich 9 und ziehe die Wurzel. Dann steht da x plus 4 ist gleich 3. Es gibt aber auch noch eine zweite Lösung, denn auch minus 3 zum Quadrat ergibt 9 und damit mir keine Lösung verloren gibt, muss ich das berücksichtigen. Dann kommt dieses komische V-Zeichen, das steht in der Mathematik für das Wort oder. Das heißt also x plus 4 ist 3 oder x plus 4 ist minus 3. Nun muss ich nur noch minus 4 rechnen, und zwar für beide Gleichungen. Dann ist x gleich 3 minus 4, das ist minus 1. X gleich minus 3 minus 4, das ist minus 7. Fertig. Aber woher weiß ich, was ich zu ergänzen habe? Das erkläre ich jetzt in einem zweiten Schritt. Ich denke mir ein zweites Beispiel aus, und das ist x² minus 14x plus 45 gleich 0 und erkläre daran, wie man auf den zu ergänzenden Summanden kommt. Aber zuerst schreibe ich die Gleichung wieder auseinander, also lasse Platz für meine Ergänzung. Dann dahinter plus 45 gleich 0, nicht vergessen. Welche Zahl muss ich ergänzen? Ich habe im Hinterkopf die binomische Formel. Die binomische Formel, ich schreibe sie nochmal gleich drunter und lösche die dann wieder, lautet ja a plus oder minus b² ist das gleiche wie a² plus oder minus 2 mal a mal b plus b². Das a ist das x und das b ist der Zahlenwert. Und jetzt sieht man in der Mitte steht dort 2 mal x mal dem Zahlenwert und rechts steht zum Quadrat. Das heißt, ich muss die Zahl hier, die vor dem x steht, durch 2 teilen und dann quadrieren. Sprich, konkret sieht das so aus, 14 geteilt durch 2, das ist 7, und 7 zum Quadrat, das ist 49. Und das muss ich ergänzen, damit die binomische Formel im nächsten Schritt passt. Und dann nehme ich auch mal die Ergänzung vor, plus 49 und gleich wieder abziehen, damit sich die Gleichung nicht ändert. Hier habe ich jetzt die quadratische Ergänzung vorgenommen, und im nächsten Schritt fasse ich wieder die ersten drei Terme zusammen und die hinteren beiden. Dann entsteht hier, jetzt passend zur binomischen Formel, x minus 7 in Klammern zum Quadrat und minus 49 plus 45 ist minus 4 gleich 0. Jetzt folgen noch die Schritte, die man schon vorher kannte, das heißt, ich addiere erst 4. Steht da x minus 7 zum Quadrat ist gleich 4. Ich ziehe die Wurzel auf beiden Seiten. Dann steht da x minus 7 ist 2 oder x minus 7 ist minus 2, denn auch minus 2 zum Quadrat ergibt 4 und muss zu guter Letzt nur noch plus 7 rechnen für beide Gleichungen, die da stehen. Das ergibt die Lösung x gleich 9 oder x gleich 5. Fertig. Mit Hilfe der quadratischen Ergänzung kann man auch die Scheitelpunktsform von quadratischen Funktionen bestimmen. Auch das zeige ich an einem Beispiel. Ich denke mir mal eine Funktion aus, sagen wir mal f von x gleich x² plus 6x minus 7. Das ist die Normalform, so sind quadratische Funktionen häufig gegeben. Jetzt möchte ich etwa den Scheitelpunkt des zu geringen Funktionsgraphen bestimmen. Dazu brauche ich die Scheitelpunktsform
Und auch das geht wieder mit quadratischer Ergänzung. Ich schreibe die ersten beiden Terme hin, also x² plus xx. Jetzt überlege ich mir, was zu ergänzen ist. Also wieder im Kopf, ich schreibe es mal so ein bisschen am Rand. 6 geteilt durch 2, das ist 3. 3 zum Quadrat ist 9. Und das ist das, was ich dann gleich ergänzen muss. Also plus 9 und wieder abziehen, minus 9. Und die minus 7 noch aus der Aufgabenstellung nicht vergessen. Und darunter fasse ich wieder passend zusammen. Zuerst die ersten drei hier. X² plus 6x plus 9, das ist x plus 3 zum Quadrat. Und minus 9 minus 7 ist minus 16. Damit habe ich die Scheitelpunktsform gefunden und kann sofort den Scheitelpunkt ablesen. Der liegt x-Koordinate bei minus 3 und y-Koordinate bei minus 16. Und das sollte es für dieses kurze Erklärvideo auch schon gewesen sein. Viel Erfolg bei euren Umformungen. Macht's gut!